Familie Köpp lebt streng nach der Bibel. Popmusik, Hosen für Mädchen oder gar Sex vor der Ehe sind für die gläubige Mutter tabu. Darf ich dann zum Renovieren eine Hose anziehen? Welche Hose? Du hast keine Hose. Mama Friederike betet jeden Tag. Die Kinder leiden unter ihrem strengen Regiment. Sie haben kaum Kontakt zur Außenwelt. Voll doof, dass wir hier keine Freunde einladen dürfen. Werden es die kleinen Köpps schaffen, sich bei ihrer strenggläubigen Mutter durchzusetzen? Zwölf Uhr mittags im Hause Köpp. Die gläubige Familie betet vor jeder Mahlzeit. Die Köpps haben insgesamt 14 Kinder, von denen noch 8 zu Hause wohnen. Die Eltern bezeichnen sich als messianische Juden und glauben auch an das Christentum. Grundinhalt unseres Glaubens ist eben wirklich die Bibel, die wir wörtlich nehmen. Das klare Wort Gottes, das ist mein Maßstab. Ich bin ohne Gott überhaupt nichts, weil Gott hat mich geschaffen. Meinst du, du schaffst das heute noch? Diesen toten Fisch auf einen lebendigen Teller zu kriegen? Trotz strengen Glaubens herrscht hier ein eher unchristlicher Ton. Die Jumbo-Stäbchen kannst du ruhig noch mal in Butter schwenken, ne? Die sind auch sehr blässlich. Na gut, die sind sehr blässlich. Und du holst jetzt bitte Zitrone für deine Fischstäbchen. Josua pariert aufs Wort. Keiner der kleinen Köpps wagt es, seiner strengen Mutter zu widersprechen. Oh, kratz bitte nicht in der Pfanne mit diesem Metall rum. Nachschub. Während Mama Friederike hier die Kommandos gibt, fügt sich Papa Jürgen. Sie war die treibende Kraft, die ihren 58-jährigen Mann zum messianisch-jüdischen Glauben gebracht hat. Auch wenn sich Jürgen an die Spielregeln hält, ist er nicht ganz so gläubig wie seine Frau. Ich bin eigentlich lieber für mich alleine. Der Glaube ist meine Privatsache. Den trage ich nicht auf der Zunge. Den habe ich im Herz. Ne? Und ich muss nicht jeden Sonntag in die Kirche rennen, ja, nur um mir das da anzuhören. Und meistens, wie Friederike gesagt, bin ich ja so ein Spötter, ja, der ab und zu mal etwas quer denkt. Seit die 48-jährige Mutter vor 3 Jahren ihre jüdischen Wurzeln entdeckt hat, bezeichnet sie sich und ihre Familie als messianische Juden. Die ehemaligen Christen haben sich ihre eigene Religion zusammengeschustert. Eine Religion, die zu ihrem eigenen Lebensmodell passt. Mama Friederike hält sich streng an die Bibel. Ohne Kopfbedeckung sollen ihre Kinder nicht herumlaufen. Außerdem dürfen ihre Töchter keine Hosen tragen. Ich habe selber als Kind schon nicht gerne Hosen angezogen. Und irgendwann später bin ich dann an das Kapitel gekommen, das auch in der Bibel steht, dass Frauen keine Beinkleider tragen sollen, keine Männerkleidung. Und es ist einfach eine Tatsache, dass Frauen in Hosen sich anders bewegen als in Röcken. Also man schlägt dann schon mal eher das Bein merkwürdig übereinander. Wenn man Rock anhalte, könnte man dann wirklich sehr gucken. Und man bewegt sich anders, man lümmelt sich anders, man verhält sich eben nicht mehr damenhaft, sondern gleicht sich schon auch dem männlichen Verhalten zum Teil an. Das muss man nicht haben. Die 10-jährige Mechthild leidet manchmal darunter, keine Hosen tragen zu dürfen. Denn in der Schule wird sie deswegen immer wieder gehänselt. Die anderen, die kommen dann immer an, zieh doch mal Hosen an. Mann, du siehst doch im Rock voll bescheuert aus. Also einmal, da hat eine zu mir gesagt, wenn ich am nächsten Tag keine Hose anziehe, dann hetzt sie alle auf mich. Und dann habe ich es halt so weit gebracht, weil wir gerade so eine Hose hatten. So eine Mädchenhose habe ich so weit gebracht, dass ich die einen Tag in der Schule anhatte. Aber danach habe ich auch von Mama Ärger gekriegt. Mama Friederike weiß, dass Mechthild wegen ihrer strengen Gläubigkeit in der Schule gehänselt wird. Doch christliches Mitgefühl empfindet sie deshalb anscheinend nicht. Fakt ist, dass Kinder grundsätzlich von ihren Eltern beeinflusst sind. Was immer unseren Kindern widerfährt mit ihren Klassenkameraden, ist nie auf deren Mist gewachsen. Sondern die bringen eigentlich komplett O-Ton Familie wieder rein. Ja, also alles, was die Eltern an Vorurteilen haben, das nehmen die Kinder auch mit rein. Damit müssen wir leben. So, Elsa, räumst du bitte den Rest vom Tisch noch ab, dass die Tische frei werden. Bitte, bitte. Josua, du auch. Komm, nimm die Pfanne mit raus und alle. Zieh mal zu. Die 16-köpfige Familie aus Mecklenburg-Vorpommern lebt von Hartz IV. Papa Jürgen ist seit 7 Jahren arbeitslos. Der ehemalige LKW-Fahrer ist schwer behindert. Er hat auf seiner rechten Stirnseite eine Art Knochenwucherung. Außerdem sind seine Bandscheiben ruiniert. Inklusive Kindergeld kommt die Familie mit 3.800 Euro im Monat aus.
Die Chancen, dass Jürgen einen neuen Arbeitsplatz bekommt, stehen schlecht. Hier oben in Mecklenburg-Vorpommern brauche ich mich eigentlich gar nicht zu bewerben. Erstens, weil ich bin 58, da will mich sowieso kaum noch jemand. Na, zum Zweiten ist hier eine hohe Arbeitslosigkeit von um 20%. Und dann, wenn ich dann noch meinen Schwerbehindertenausweis vorzeige, dann ist sowieso gleich Dankeschön. Die 16-köpfige Familie lebt in dem kleinen Ort Hugoldsdorf ziemlich abgeschieden. Die Eltern vermeiden jeglichen Kontakt zu den anderen Dorfbewohnern. Schließlich klammern sie sich an ihren Glauben und leben in einer eigenen Welt. So haben auch die kleinen Köps außer in der Schule kaum Beziehungen zu anderen Kindern. In ihrer Freizeit bleibt den Geschwistern nichts anderes übrig, als unter sich zu bleiben und miteinander zu spielen. Außerdem haben wir jetzt Feierabend. Und abheben. Wir fliegen jetzt auf 2500 Fuß hoch. Jetzt müssen wir den Autopiloten anschalten. Jetzt verlassen wir Stewardess. Nee, kannst du aber knicken. Nein, ich bin noch lange nicht vielleicht die Schwester Mary Patrick. Immer wieder kommt es zwischen den Geschwistern zum Streit. Besonders Mechthild hätte gerne mehr Kontakt zu ihren Schulfreundinnen. Die treffen sich ja auch immer untereinander und dann beneide ich die, weil die dann auch in Tripsis wohnen und ich würde auch so gerne mal in Tripsis wohnen. Dann würde ich auch einen viel leichteren Schulweg haben und würde meine Freundin auch immer treffen. Doch Mama Friederike hat eine Abneigung gegen sämtliche weltliche Einflüsse. Popmusik, aufreizende Modetrends, Schminke oder gar unanständiges Verhalten sind tabu. Ich achte schon darauf, dass sie keinen Kontakt zu Kindern haben, die schon durch irgendwelchen Blödsinn aufgefallen sind. Wir sind einfach für uns, wir sind als Familie schon so ein eigener Clan und da kommt auch eigentlich selten jemand anderes dazu. Und wir von unserem Lebensstil her, wir passen einfach nicht zum Dorf. Während Mama Friederike ihre kleineren Kinder noch beeinflussen kann, machen die größeren ihr eigenes Ding. Sohn Nepomuk hält sich längst nicht mehr an ihre Gebote. Zurzeit ist der 19-Jährige arbeitslos und hofft auf eine Lehrstelle. Obwohl Alkohol und Zigaretten im Hause Köpp streng verboten sind, pafft der Junge immer wieder hinter dem Rücken seiner Mutter. An den lieben Gott glaubt er schon lange nicht mehr. Ich kann an übernatürliche Sachen kann ich nicht glauben. Und auf der anderen Seite möchte ich es eigentlich auch nicht. Weil ich glaube eben nicht dran, dass es einen Gott gibt oder einen Teufel gibt. Und wenn ich tot bin, dann liege ich 1,80 tief und damit ist das für mich vorbei. Und ich glaube nicht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt oder sowas. Damit kann ich mich nicht ganz grün machen. Er ist jetzt auch in der Phase, wo er das ausprobiert, wo er vielleicht rebelliert. Aber er wird merken, dass die Rebellion letztendlich nirgendwo hinführt. Also Gott hat Mittel und Wege, die Leute auch wieder auf den Weg zu bringen, wenn sie auf den Weg gehen, den er nicht will, ja? Er lässt jeden an seiner langen Leine laufen, ja, bis in eine Sackgasse. Und dann ist er doch da, um einzugreifen oder zurückzuholen. Seit 14 Jahren leben die Köps in diesem ehemaligen Schulgebäude, das sie damals für 7.000 Mark gekauft haben. Seit ihrem Einzug ist hier kaum renoviert worden. Vor allem das obere Stockwerk, in dem die Kinder wohnen, sieht eher aus wie eine Baustelle. Die kleinen Köps leben hier in besseren Bretterverschlägen. Doch für eine grundlegende Renovierung hatte die Familie bisher kein Geld. Mama Friederike hat die Kinderzimmer seit Jahren nicht mehr betreten, aus gesundheitlichen Gründen. Die Gesundheit ihrer Kinder überlässt sie dem lieben Gott. Ins oberste Stockwerk komme ich überhaupt nicht rauf, weil ich da irgendwelche Stoffe, keine Ahnung, was da rumfliegt, auf jeden Fall kriege ich keine Luft da oben. Ich bin schon auf halber Treppe. Ich bin einmal die Treppe rückwärts runtergekippt und das reicht für eine Erfahrung. Die 48-jährige Mutter hat keine Ahnung, was sich hier oben abspielt. Das ist auch nicht so wichtig, weil ich denke, die Kinder haben da oben ihren eigenen Bereich und ich muss auch nicht alles sehen. Ich wundere mich nur manchmal, wenn dann zu wenig Wäsche hier unten in den Körben ist, dann muss man schon mal nachfragen, ob da nicht vielleicht wieder so ein Mount Everest sich angesammelt hat. Aber sie haben eben die Freiheit, das dann auch zu machen und auch ihre Unordnung zu machen, wie sie so wollen. Diese einzige Freiheit in Mamas sonst so strengem Regiment ist aber gar nicht im Sinne der Kinder. Den 12-jährigen Josua stört hier so einiges. Na, dass hier diese Löcher sind,
Da hätte ich jetzt lieber eine Gipswand vor. Dann hier hinten. Hier hätte ich lieber so hier meinen Schreibtisch und das Sofa dann da hinten in die Ecke. Und hier, wo diese ganzen Schränke sind und Türen, hätte ich auch lieber eine Wand, also eine richtige Gipswand. Und halt hier, die Tür ist ja groß genug, brauche ich nur noch, dass ich sie reinhängen kann, dass ich die dann eine Tür habe. Im ganzen Haus gibt es fast keine Türen. Doch Papa Jürgen kann die Unzufriedenheit seines Sohnes nicht nachvollziehen. Meister Josua hat sich dieses Zimmer selber ausgesucht. Er kann jetzt nicht meckern. Ne? Er wollte da rein. Und er muss nehmen, was da ist. Ne? Was anderes gibt's nicht. Es werden hier keine Extrawürste gebraten. Du brauchst jetzt auch noch eine Jacke? Schuhe? Ich meine, in Sibirien sind vielleicht noch 30 Grad minus, ich weiß nicht. So, Herrschaften, wo ist mein Autoschlüssel? Autoschlüssel. Dein Klutsch, danke. So, los jetzt, auf. Wie jeden Sonntag machen sich Mama Friederike und der Großteil ihrer Kinder auf den Weg zum Gottesdienst. Während es für die gläubige Mutter das Highlight der Woche ist, hat ihr Mann wenig Interesse an diesen Ausflügen. Auch danke, dass mir einer aufgeschlossen hat. Echt sozial von euch. Das Buch bitte nach hinten. Hier, mach nach hinten. Halt dich dran fest. In letzter Minute hat sich die 17-jährige Elsa entschlossen, mitzukommen. Im Gegensatz zu vielen anderen ihrer Geschwister ist sie noch gläubig. Nur mühsam passen 5 von Friederikes Kindern in das kleine Auto. Dass die 48-jährige Mutter damit gegen das Gesetz verstößt, ist ihr egal. Denn nur Gottes Wille zählt. Unser Bus hat uns vor einem Jahr verlassen. Und das war ein großes Drama. Wir hatten über ein Jahr gar kein Auto. Und dann haben die Geschwister aus der Gemeinde zusammengelegt und haben uns dieses kleine Auto geschenkt. Ich bin auch ganz froh drum, weil wir hatten zwar gebetet, Herr, also mit Versicherung und Steuer, weil das ist eigentlich auch die fixen Kosten für den Bus waren ja eine Katastrophe. Und nun ist es kein Bus geworden und nun mussten wir aus der Not eine Tugend machen. Elsas jüngere Schwester Marianne hat schon lange keine Lust mehr, ihre Mutter zu den Gottesdiensten zu begleiten. Immer öfter zieht sich die 15-Jährige in ihr kleines Zimmer im oberen Stockwerk zurück. Wenn es mich nervt, dann gehe ich in mein Zimmer und versuche mir meine Zeit anders zu vertreiben. Also wenn ich manchmal irgendwelche Gebete von irgendwelchen Leuten höre, die dann sagen, ach Gott, gib mir doch das oder so, was sie sehen, oder nimm mir diese Krankheit weg oder sowas, dann denke ich mir, was soll das? Also sie können doch versuchen, wenigstens selber irgendwas zu machen und müssen nicht Gott fragen oder Gott sagen, dass er irgendwas machen soll. Hallo. Get on my nerves. Wir haben ja den Kuchen noch drin von gestern. Ach, du ahnst es nicht. Doch. Können wir ja noch Kaffee kochen und mit hochnehmen, was? Ja. Wollen wir? Ja. Als gläubiger Mensch lehnt Friederike Verhütung ab. 14 Kinder reichen ihr eigentlich nicht. Am liebsten hätte die 48-Jährige noch mehr Sprösslinge bekommen. Doch seit 5 Jahren ist sie nicht mehr schwanger geworden. Während die älteren 6 Kinder fast alle ihre eigenen Wege gehen, stehen die 8 kleineren noch stark unter dem Einfluss ihrer Mutter. Der Gottesdienst findet in keiner Kirche, sondern in einem Glaubenszentrum statt. In seiner Privatwohnung hält der Gemeindeleiter seine Predigten. Diese freie Glaubensgemeinschaft bezieht